Ärger, da rechts mit Papi. Lucky will Schumann werden und das stört den Alten. Verständlich, naja, sie sehen ja, wie die zwei sich unterhalten. Gegen Patis schlagendes Argument kann er nichts machen. Du wirst tief fallen, mein Sohn. Wohin? Sie werden lachen. Nein, den Schoß einer Prinzessin, Donnerwetter. Also die neueste von Prinz Charles ist auch nicht netter. Doch das lockt Neider aus allen Ecken. Man muss sich verstecken, eine Höhle lädt ein. Doch jene Höhle ist gar keine, sondern offene von einem Filmkritiker. Sonst wetzt dieses Monster nur die Zähne, aber hier zeigt er sich viel gütiger. Denn es sieht gerade den Film, das impertinente Imperium schlägt zu. Und wie bei Romeo und Julia endet es cool, ja, nicht immer wird Liebe belohnt. Luckys Co-Pilot böse und seinen Chef ohne Braut auf den Mond, weil er selbst steht scharf auf eine Prinzessin war. Manche sind eben tierisch auf Adel begierig, man kennt das ja. Nun hängt er da nicht wahr und zählt zu den Blamierten. Doch's endet happy wie in einer Frauenillustrierten. Er fühlt sich sehr versetzt und noch dazu geharnischt und sagt: Unter einer König läuft nunmehr bei mir gar nicht. Wir liefern prompt noch dazu eine Aparte. Hier meine Karte. Und das geht? Das zweite galaktische Fernsehen weiß, was sie gern sehen. Mit Empfehlung vom Chef. Happy End mit Miss Berlin. Was sagen Sie da? Auf Schönheitsköniginnen steht auch Papa. Oder bläst er knapp die Sache ab? Na dann, fröhliche Weihnacht auch im All. Fröhliche Weihnacht überall. Imperium.
Wrestlingmaschinen mit Krieg der Sterne. Ist er nicht süß, und so ritterlich? I love you. Wie wär's denn mit Abrüstung, Da schaust du, was? Sag mal, du musst ja auch an jeden Raum machen. Zum Mittag, Herr Zweifelsfuhr? Habt Dank für dieses festliche Mahl, edler Jedi-Ritter. Möchte sich jemand ein Mitbrötchen mit mitteilen? Ja, ich gern. Und was ist mit eurem Atem, Obi-Wan Kenobi? Kein Problem mit nur einem Streifen Chewbacca Chewing Gum. Galaktisch frischen Atem. Chewbacca Chewing Gum. Galaktisch frisch.